Alles One-Hit. Alles nur noch One-Hit hier. Hallo meine Latronauten, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Let's Play Minecraft Hexit. Und in der letzten Folge habe ich euch ja mit dem Cliffhanger stehen lassen und habe gesagt, so hier, gute YouTuber machen Cliffhanger. Wir hatten den Cliffhanger, dass wir gesagt haben, wir haben die Nether-Festung gefunden. Und ja, heute wird dann das erste Mal, dass wir in diese Nether-Festung reingehen. Und mal schauen, dass wir uns die lang ersehnte Lohnroute besorgen können. So, hier werden wir uns einfach mal ein bisschen hochbauen. Klack, 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 klack. Und hoffen, dass uns jetzt von oben nicht irgendwas direkt abballert. So, jetzt müssen wir mal schauen. So richtig in der Festung sind wir noch nicht. Diese springenden Viecher, die nerven ja so dermaßen, ne? Aber da ist der Eingang für uns. Ab hier geht's los und jetzt suchen wir mal direkt. Ich find's halt so super düster immer in der, ich find's halt eben so super düster immer in diesen Festungen. Das Problem ist, vielleicht kriegen wir ja noch ein paar Wither-Köpfe, das wäre auch mal super nice. Das Problem ist, ich habe keinen Plan, wo wir hin müssen. Wir müssen einfach jetzt hier ein bisschen herumlaufen und hoffen, dass wir genau sowas da vorne finden. Da kommt ein Wither-Skelett. Und vielleicht, wenn wir ganz viel Glück haben, liegt hier schon. Wow, das ist aber gefährlich hier. Keine Lohnroute. Vielleicht ist sie auch einfach ins Feuer gefallen. Weil da unten ist Lava. War vielleicht ein bisschen doof. Hui. Das hätte auch doof enden können. Oh, eine Truhe. Feuerzeuge für alle. Feuerzeuge bitte nicht an Kinder unter 16 Jahren verkaufen. Düdüm. Wohl, weiß ich gar nicht. Darf man Feuerzeuge an Minderjährige verkaufen? What the fuck? Ich weiß das gar nicht. Also Zigaretten nicht, ne? Feuerzeuge? Macht sich da jemand strafbar mit, wenn man Feuerzeuge an Kinder, an Minderjährige verkauft und die dann damit vielleicht irgendwie ein Haus abfackeln oder so? Müsste man mal klären. Das sind Fragen, da muss man sich im Leben mal mit beschäftigen. Darf ich mein Feuerzeug einem Minderjährigen geben? Und was ist, wenn der Minderjährige dann damit ein Haus abfackelt? Truhe. Oh, bin ich im Kreis gelaufen? Orientierungssinn hoch 10, Alter. Aber locker. Ja, aber dann war ich ja da auch schon. Hä? Kann mir doch keiner erklären, dass die Nether-Festung jetzt hier schon zu Ende ist. Okay. Wir gehen nochmal hier lang. Ich glaube, hier war irgendwo noch ein Weg, den ich nicht gelaufen bin. Ich glaube, ich musste mich irgendwo entscheiden und habe mich natürlich für die falsche Richtung entschieden anscheinend. Genau. What the fuck bist du denn? Hallo? Lohnroute! Lohnroute, wir können uns das Schwert machen. Mehr wollte ich doch gar nicht. Schalalala Reng Deng. Schalalala Reng Deng. Wir sind fertig. Gut, das ist genau wie ich befürchtet habe. Nimmt mir das natürlich die Option, hier so schön 3-4 Folgen im Nether zu machen. Also könnte ich. Aber was bringt's?
So, das ist halt die Frage. Was bringt es? Wir gucken erstmal, was wir alles so dabei haben und teilen das erstmal wieder auf, so wie es sich gehört. Ja, komm, wir packen die auch erstmal noch mit hier rein, weil wir müssen ja mal geschmeidig bleiben, ne? So, und das Feuerzeug, die Feuerzeuge packen wir hier mit rein. Das finde ich hier ist ein guter Ort für Feuerzeuge, damit auch die Minderjährigen da nicht drankommen. So, 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 so. Und dann haben wir noch hier die Gerste. Wobei ich gar nicht weiß, was macht man denn aus Gerste? Ach, ich kann auch. Ach, ich kann aus Gerste auch Brot machen. Ah ja. Aha. Und mit Zucker, ja, okay, dann kann ich einen Kuchen machen. Ich kann aus Gerstenmehl Brot machen. Okay. Ein Gerstenbrot. Okay, dann müssen wir jetzt mal gucken. Jetzt geht es nämlich los. So, nimm mal erstmal hier. Wo sind die? Davon brauchen wir 4. Das weiß ich. Wir brauchen davon 4. Wir brauchen bestimmt auch Diamanten. Ich glaube 2 oder so. Das ist so, genau. 1, 2, 3, 4, 2 Diamanten. Was brauchen wir dafür? Noch einen Diamanten, 2-mal Lohnstaub und eine Lohnroute. So, das heißt also eine Lohnroute, noch einen Diamanten. Ups, das war falsch. Und 2-mal Lohnstaub. Okay, dann fangen wir jetzt mal an. Wie viele Level haben wir denn? Nicht so richtig viele. Und so, okay, dann haben wir 3 Stück davon. Ich weiß zwar noch nicht so ganz genau, was wir mit 3 Stück davon machen sollen, aber egal. Und dann haben wir das Science Ward. Boah, wie nice, ey. Jetzt bin ich gespannt, ob das irgendwas kann, außer extrem viel Schaden zu machen. Was ist denn, wenn ich jetzt... Gar nichts. Es kann auch nicht mal blocken. Es kann einfach nur unglaublich viel Schaden machen. Jetzt habe ich auch nur 6 Level, ne? Mit 6 Leveln komme ich tatsächlich nicht wirklich weit, was das Verzaubern angeht. Ich habe auch nichts, was ich jetzt irgendwie... keine Erfahrungsfläschchen mehr, ne? Nee, tatsächlich müsste ich jetzt mal irgendwas töten gehen, um Erfahrung zu machen. Machen wir einen schnellen Turm oder was? Wie sieht das jetzt hier aus? Das sieht streng danach aus, als ob wir mal eben schnell einen Turm machen müssten, ne? Oder zumindest in einem Turm so viel machen müssen, dass, Ich weiß aber tatsächlich auch nicht, wo jetzt der nächste Turm ist. Und wir haben nur noch 6 Minuten ungefähr. Was ist das denn? Kometenkätzchen. Ach du Heilige, was ist denn mit dir los? Bist du denn böse? Greifst du mich denn an? Was passiert denn, wenn ich dir folge? Kometenkätzchen, komm doch wieder her. So, hier haben wir ja schon, das kennen wir ja alle aus meiner Vorproduktion schon, da haben wir ja schon ordentlich aufgeräumt. Da drinnen müsste eigentlich auch was spawnen jetzt, ne? Theoretisch wird es ja gerade Nacht. Was ist denn hier eigentlich? Unendliche Weiten. Der Weltall. Unendliche Weiten. Oder? Nicht? Spinnchen! Du bist das erste Opfer meines neuen Schwerts, das keine Haltbarkeit verloren hat. Weil es einfach irgendwie 4000 Haltbarkeit hat oder so.
Hier können wir nochmal hinkommen wegen Schafis. Wenn wir denn dann anfangen, unsere Tierfarmen zu bauen. Ja, gut. Klack, klack. Da lassen wir uns natürlich nicht lumpen, dann nehmen wir natürlich dann auch mit, was wir hier kriegen können, nicht wahr? Jetzt sind wir schon Level 10. Alles One-Hit, alles nur noch One-Hit hier. Und das ist noch nicht mal mit Schärfe verzaubert, das Ding. Mein Gott. Wie unnormal mächtig wird das bitte? Oh, da ist irgendwo aber was Stärkeres. 24 Ihr könnt mir gar nichts mehr, ey. Ihr könnt mir mal so überhaupt nichts mehr. Ich mach ganz locker im Griff hier alles. So, da sind wir schon Level 21. Hi. Ja gut, Wasser könnte es mich aus dem Fenster schmeißen. Das wäre natürlich ganz schön doof von euch. Fände ich jetzt gar nicht so lustig. Ich würde sagen, erste kleine Pause hier. Und einmal kurz nach Hause verzaubern gehen. Weil es verliert irgendwie keine Haltbarkeit tatsächlich, das Schwert. Es ist das Endless Sword. Ja, sauber. 29,52. Verbrennung 2 drauf. Leute. Ich glaube, ich weiß, was ich mit den anderen Folgen mache. Ich glaube, ich gehe diese Nether-Festung leer machen, die uns so dermaßen zu schaffen gemacht hat, noch vor ewig und drei Tagen. So, jetzt fangen wir mal hier ein bisschen an auszusortieren. Einen Augenblick, mal eben kurz hier. Das braucht ja alles hier kein Mensch mehr, ne? Ist ja nur noch nervig. Eine Schüssel braucht auch kein Mensch mehr. Eine Steinaxt braucht auch keiner. Das ist ja grausam. Ist ja unzumutbar. Ja, okay, das könnt ihr natürlich machen. Ihr könnt mich natürlich einfach irgendwo runterwerfen. Ob das natürlich irgendwie euer Niveau ist. Ah, das ist natürlich traurig, wenn das euer Niveau ist, dass ihr mich einfach, dass ihr mich damit besiegen wollt, dass ihr mich runterwerft irgendwo. Natürlich schon traurig, ne? Schon traurig. Eine Arme brauche ich auch nicht. Ich weiß gar nicht mehr, was uns hier noch. Hallo? Hui! Hi! Hi! Tot! Hi! 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 So. War schon wieder Level 18. Schießpulver ist immer gut. Wir töten einfach alles. Wir töten einfach alles. Ich denke, wir sind auf der vorletzten Ebene. Ja. Oh, kein Wächter. No Turmwächter for me. Okay. So. Kartoffeln, Goldbarren, Redstone. Enderperlen sind immer super wichtig, weil ich habe echt wenig Enderperlen. Muss ich mal so sagen. Kartoffeln, Leder, Karotte und ein bisschen Nether-Zeugs. Gut, dann haben wir es eigentlich fürs Erste auch mal wieder. Sind gut mit der Zeit ausgekommen.
können jetzt nochmal gucken, was wir so auf das Schwert noch draufzaubern können, was keine Haltbarkeit verliert. Das ist, glaube ich, das Krasse an diesem Schwert. Dieses Schwert verliert keine Haltbarkeit und es ist super günstig beim Verzaubern auch noch. Plünderung 3, Haltbarkeit brauchen wir nicht. Soulstealer, ich weiß halt nicht, was Soulstealer mir bringt. Rückstoß 2. Ey, es ist ein Schwert, dafür würde ich töten, wenn hier Dings losgeht. Wenn Minecraft Brawl losgeht. Ernsthaft, Leute. Gut. Einmal noch kurz in die Kamera, ins Mikrofon geräuspert. Da sind wieder ein paar Videos zu sehen. Lasst mir einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten abonniert mich, wenn ihr mich öfter sehen wollt. Schaltet auch morgen wieder zur neuen Folge ein. Und wie immer sage ich bis denne.